Fraktion. Ja, meine sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, heute ist wieder ein guter Tag für die innere Sicherheit in unserem Land. Wie bereits in der letzten Sitzungswoche, wir haben ja heute wieder zahlreiche gute Gesetze für die Sicherheit in unserem Vaterland beschlossen oder werden es noch beschließen. Das Sicherheitsüberprüfungsgesetz, das EID-Gesetz, das Videoüberwachungsverbesserungsgesetz und das Bodycam-Gesetz sind, glaube ich, sehr gute Einrichtungen und Maßnahmen, um die Sicherheit im Land noch weiter zu verbessern und die Lage stabil zu halten. Die Entwicklungen des letzten Jahres, die Anschläge, die Anschlagsversuche auch und die durchgeführten Anschläge in Berlin, Bonn, Würzburg, München und anderem haben dies gezeigt, dass wir insbesondere im Bereich Videoüberwachung noch einiges tun müssen. Und was tun wir? Wir fordern ja nicht die Privaten auf, überall Kameras zu installieren. Und wir stellen im Endeffekt ja etwas Wesentliches im Paragraphen 6b Bundesdatenschutzgesetz nämlich klar, wo wir besonders uns wünschen, dass dort Anlagen installiert sind, ohne eine Verpflichtung ja reinzuschreiben. Um das nämlich, das ist nicht wahr. Und da unterstellen Sie uns, was wir überhaupt nicht vorhaben. Aber ich denke, dass es auch im Sinne der Opposition und des Rechtsstaates sein muss, dass wir Dinge, die gleich sind in Deutschland, auch gleich regeln. Und wenn wir es für richtig erachten, dass in öffentlich zugänglichen Räumen wie Einkaufszentren, Parkplätzen, Sportstätten auch einheitliche Regelungen gelten für die Datenerhebung und vor allen Dingen auch die Datenverwendung im Nachhinein bei entsprechenden Taten oder wenn die Polizei dieses Material braucht, dann ist das, glaube ich, vor allem im Sinne der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Weiterhin ist es, glaube ich, richtig, dass wir versuchen, einheitliche Maßstäbe im Bereich ÖPNV festzulegen. Es gibt Länder, es gibt Busse und Bahnunternehmen, die installieren Kameras und da wird es aufgezeichnet und es gibt keine einheitliche Regelung, ob das 24 Stunden gespeichert wird, eine Woche, zwei Monate. Das wollen wir gerne harmonisieren. In Bezug auf die Speicherdauer müssen wir noch mal darüber nachdenken in Zukunft, ob wir da eine einheitliche Lösung auch nationalweit finden. Da ist, glaube ich, 24 Stunden noch keine angemessene Frist, insbesondere wenn wir Straftaten auch im Nachhinein noch mal aufklären und bewerten wollen. Wir wollen durch das Gesetz die öffentlich-private Partnerschaft solidarisch ausgestalten. Wir wollen, dass, wie gesagt, auch private Plätze besser und sinnvoller überwacht werden können, wie gesagt. Und wir wollen auch die Anwender und Nutzer in eine rechtsklare Position bringen. Das sollte auch Ihnen, lieber Kollege von Notz, glaube ich, ein wichtiger Anknüpfungspunkt sein. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist natürlich die Kennzeichenerfassung. Ich selber wohne an einer Transitstraße, würde ich das sagen, an der B87. Und natürlich ist es so, dass unsere, von uns aus in Sachsen ist man anderthalb Stunden in Polen. Und da gibt es natürlich viele Bürgerinnen und Bürger, die wünschen sich, dass es unterwegs auch Kennzeichen, Lesegeräte zum Beispiel gibt, auch mobile Polizeikontrollen, um gegebenenfalls bei Diebstahl entsprechend die Fahrzeuge kontrollieren zu können und mögliche Treffer anzeichnen zu können. Und deswegen ist es richtig, dass wir hier diesen Weg gehen und auch entsprechend dafür sorgen, dass die Bundespolizei dieses Mittel zur besseren Grenzüberwachung an die Hand bekommt. Der letzte Punkt ist für mich, glaube ich, und auch für meine Kollegen der CDU-CSU-Fraktion und SPD-Fraktion ein sehr entscheidender, nämlich der Schutz unserer Beamtinnen und Beamten im Einsatz. Es geht um das Thema Videoüberwachung durch Bodycams. Und da hat der Feldversuch, derjährige, aber auch die bereits Maßnahmen, die in den Bundesländern stattfinden, gute Wirkung gezeigt. Es gibt gute Belege, dass das ein sehr sinnvolles Einsatzmittel ist. Und deswegen unterstützen wir das auch, weil es den Bundespolizisten hilft und auch den Bürgerinnen und Bürgern, weil Situationen besser dargestellt werden können. Und wir haben hier enge Regelungen getroffen mit der 30 Sekunden Vorlaufzeit, mit der Löschung dieses Materials, wenn es nicht zu einem Einsatz kommt. Und ich denke, und das ist gerade wichtig auch für die Grünen-Fraktion, auch ein bisschen Vertrauen unseren Beamten und Beamten entgegenzubringen, dass sie genau wissen, wann ein Einsatz beginnt, wann sie diesen Knopf drücken und damit die Szene filmen und wann nicht. Und vor allen Dingen, dass wir im nächsten Gedankengang, und da sind wir auch bei dem Punkt natürlich etwas weiter gefasst, digitale Verwaltung, wie wir diese Daten auch auswerten. Denn Sie können sich ja vorstellen, 2.500 Beamten, die Videomaterial aufzeichnen, die erwirken natürlich auch ein entsprechendes Volumen. Und wie man dieses verarbeitet, sinnvoll speichert, in eine mögliche Datenverarbeitungsakte auch einführt, das wird uns in den nächsten Wochen
und Monaten noch beschäftigen. Ich freue mich, dass wir heute diese beiden wichtigen Gesetze beschließen. Das ist gut für die Sicherheit im Land und danke Ihnen und wünsche eine gute Nacht. Vielen Dank. Die Aussprache